Sie schmuggelt Zigaretten und erpresst Schutzgeld der Vietnamesen-Mafia. Vor einem Jahr dann ein spektakulärer Fahndungserfolg. Die Polizei schnappt einen 53 Jahre alten Vietnamesen in Prag. Er soll am 30. Juli 1995, also vor 25 Jahren, zwei Brüder, 16 und 22 Jahre alt, in einem Wohnzimmer in Chemnitz erdrosselt haben. Seitdem war er spurlos verschwunden. Heute soll endlich das Urteil fallen. Wir wollen wissen, wie funktioniert diese Mafia? Bei mir im Studio ist jetzt Matthias Becker. Hallo Matthias. Du kennst dich mit der Mafia da aus, weil du da seit Jahren recherchierst in diesem Umfeld. Wie groß ist denn die vietnamesische Mafia hier in Deutschland bei uns? Sie agiert im Verborgenen. Niemand weiß ihre genaue Anzahl. Man muss auch wissen, dass Mafia-Größen und auch deren Handlanger alle über Mehrfachidentitäten verfügen. Also sie haben 3, 4, teilweise sogar 5 Pässe. Und von daher kann niemand ihre genaue Zahl bestimmen. Und in welchen Bereichen operiert die Mafia? Ja, das ist alles, was mit Schmuggel und Geld zu tun hat. Menschen, Zigaretten, Zwangsprostitution, aber auch Geldwäsche ist ein ganz großes Deliktfeld. Und was unterscheidet jetzt diese Mafia von anderen kriminellen Netzwerken? Sie sind extrem brutal. Die Hochphase war Mitte der 90er Jahre, so wie jetzt auch im Prozess wieder es hochkommt. Da sind Menschen, Jagden in Ausländerheimen vollzogen worden. Wir hatten den Höhepunkt 95 mit dem Mazana-Massaker mit 6 toten oder ermordeten Menschen. Der Hauptboss damals in Berlin, Li Dai Bao, der hatte den Spitznamen der Barmherzige. Klingt sehr skurril, ist es auch. Der ist noch heute in Strafhaft hier in Berlin-Tegel und schreibt jetzt mittlerweile Liebesgedichte.